Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind auf dem Weg zur Firma Schropp Fahrzeugtechnik und wir werden heute am Black 7 eine Leistungssteigerung durchführen. Was wird eingebaut? Wir werden eine 2018er Ansaugbrücke einbauen, den JLT-Luftfilter, auch passend für Baujahre 2018 bis 20 und Fächerkrümmer. Das alles wird dann kombiniert mit einer Software von der Firma Schropp Fahrzeugtechnik aufgespielt mit dem Handtuner SCT-X4. Da sollen dann ca. 500 PS rauskommen. Ich freue mich wirklich sehr, denn was auf jeden Fall spannend wird, wie fühlt es sich an mit ca. 70, 80 PS mehr? Das werde ich auf jeden Fall berichten, ich werde euch mitnehmen und wir werden uns einfach mal, ja, dann auf der Heimfahrt werden wir eine intensive Probefahrt durchführen, falls das Wetter hält. Bei Regen werden wir natürlich auch vorsichtig damit umgehen. Heute werde ich euch auf jeden Fall die Eingangsmessung vorstellen. Den Einbau der Teile werden wir relativ schnell überspringen und die Ausgangsmessung werden wir uns anschauen. Genau, das und ich werde den Herrn Peter Schropp werde ich mal ein paar Fragen stellen bezüglich der Teile, die wir dann einbauen. Also wie viel PS die Teile einzeln auch bringen. Und wir haben zusätzlich noch Videos gedreht, wo wir dann quasi separat die ganzen Teile, über die ganzen Teile sprechen. Und die sind auch alle schon online. Die werde ich euch auch alle unter dieses Video eintragen, verlinken. Die könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Genau. Und jetzt würde ich sagen, beamen wir uns zur Firma Schropp Fahrzeugtechnik. So Leute, also die Teile sind jetzt alle eingebaut, also die 2018 Ansaugbrücke, der JLT-Luftfilter, die Fächerkrümmer, Software ist auch drauf und jetzt werden wir die Ausgangsmessung durchführen und ich bin echt gespannt, was da rauskommt und wie sich die Kiste anhört. Viel Spaß! So, let's go! Leute, 495 PS, 541 Newtonmeter, echt geil. Ja, das Ding hat wirklich ordentlich gescheppert und die Teile, die verbaut worden sind, die schauen wir uns gleich gemeinsam nochmal an. So Leute, wir haben die Leistungsmessung durchgeführt. Wie vorhin angesprochen, verbaute Teile sind Luftfilter JLT 2018 bis 20, ja. 2018 Ansaugbrücke und die Fächerkrümmer. Peter, wie kann man sich es vorstellen? Wie viel PS bringt jedes Bauteil? Kann man auch die Teile einzeln verbauen? Die Teile kann man einzeln verbauen. Okay. Ist nur eins. Ist immer schwierig, ein bisschen zuzuordnen. Mhm. Man darf den Fehler nachher nicht machen und sagen, die einzelnen Werte nachher zusammenzählen. Okay. Weil in der Kombination sieht es wieder immer dicker anders aus. Okay. Das ist halt das. Wenn man hergeht, sagt zum Beispiel, so ein Filter, ja, wenn man den mal mit 5 bis 10 deklariert. Mhm. Okay. Die Ansaugbrücke oben raus 20, okay, bringt sie, ja, und die Fächerkrümmer nochmal 20. Okay. So. Mhm. Wird aber in Kombination nicht aufeinander aufrechenbar sein, sondern da sieht es dann immer ein bisschen weniger aus. Okay. Das ist einfach so, weil manches überlagert sich und überlappt sich halt, und so ist es dann mit der Leistung auch. Okay, hier haben wir jetzt knapp 65 PS rausgeholt. Genau. Der 2018er JLT-Filter,
Was, erklär mal bitte nochmal den Unterschied zwischen den 15 bis 17er Modellen und 18 bis 20. Eigentlich nur der Winkel passend zur Anzugbrücke. Okay. Und wenn du die Serie Anzugbrücke drin hättest, könntest du genauso gut den 15 bis 17 JLT verbauen. Okay. Kommt ja genau das gleiche raus. Aber der hier passt halt zu. Der Winkel hier, wo die angestellt ist zur Drosselklappe und nachher der Filter, der ist bei der 18er Brücke halt anders. Deswegen nehmen wir hier den 18er Filter, weil der da besser reinpasst. Ah ja, okay. So kannst du den 17er auch reinmurksen, aber wenn man es schon macht, kann man es auch richtig machen. Super, das war's, Leute. Und jetzt werden wir nach Hause fahren und mal die 500 PS testen. Danke. Läuft? Ja. Okay, Mikro auch an? Ja. Okay. So Leute, welcome back mit mehr Leistung. Das Ding scheppert einem wirklich die Ohren weg. Ich freue mich wirklich mega, wie es gelaufen ist. Wir sind jetzt bei 495 PS und einem Sound, der wirklich einem Gänsehaut bereitet. Blitzer? Nicht bekommen! Und der nächste Blitzer kriegt mich auch nicht. Okay, gut, genau. Gerne stelle ich euch den Sound mal vor. Moment. Klappen sind... Alter. Leute, oh, Spiegel eingeklappt. Leute, es... Ey, der Sound ist mal sowas von geil. Wirklich, ich krieg ein Hörnchen in der Hose. Es ist wirklich pervers. Es ist wirklich geil. Ey, wirklich der Hammer. Ja. Ich stelle den ganzen... Nein, ohne Scheiß, wirklich, der Sound ist der Wahnsinn. Ich muss schon weinen. Boah. Geil. Leute, passt auf. Zum Feeling. Man merkt wirklich die 500 PS. Also, man, ohne Scheiß. Ja? Es macht Spaß. Sogar meinem Kameramann macht Spaß, hier mit der Leistung zu fahren. Es ist wirklich, man merkt den Druck, den man vorher hatte mit den 430 PS Eingangsmessung. Du hast jetzt auf jeden Fall mehr Druck im Sitz. Und, und in der Hose. Oh, ich muss heulen. Alter, wie geil ist das denn? Wirklich Druck, ohne Scheiß. Nach dem Sound, Alter, da hast du... Okay. Leute, ja. Leistungstechnisch wirklich gigantisch. Man merkt die Leistungssteigerung. Es macht mega Spaß. Es reicht vollkommen. Erstmal. Ja, wer weiß, was da noch alles kommt, aber erstmal wirklich mega. Wir werden auf jeden Fall auch Zeiten messen. Schade, dass wir nicht die Originalzeiten genommen haben, aber kommentiert doch einfach mal drunter, was für Zeiten ihr denn fahrt von 0, 100 und 100, 200 mit Serienleistung. Wir hatten 431 PS und kommentiert einfach mal drunter die ganzen Zeiten, wie schnell ihr seid, und wir werden dann irgendwann demnächst hoffentlich auch Zeiten messen mit den knapp 500 PS. Die ganzen Teile, die wir eingebaut haben, da gibt es, wie schon angesprochen, separate Videos. Die sind alle unter diesem Video eingefügt. Da findet ihr den Link dazu. Und falls ihr Fragen habt, stellt sie einfach gerne. Was ganz, ganz wichtig, bevor wir das Video jetzt beenden, das war es natürlich noch lange nicht. Wir werden auf jeden Fall noch viele weitere Videos drehen für euch. Und das Geile ist, es warten wirklich noch spannende Sachen auf uns. Auf uns. Ja, also bleibt dran, abonniert uns, liked uns, und wir sehen uns bald wieder.